Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Claudia Schmidt und ich koordiniere im Rahmen des Projektes QLIS am ELI die digitale Lehre an der FAU. Heute freue ich mich, dass ich mit Ihnen zusammen einen Blick zurückwerfen darf in das äußerst aufregende, spannende und erkenntnisreiche digitale Sommersemester und auch erste zaghafte, vorsichtige Blicke nach vorne werfen kann ins hybride Wintersemester und in die digitale Hochschullehre der Zukunft. Im März befanden wir uns alle ziemlich plötzlich in einem sehr großen, ganz realen Versuchslabor. Wir waren mit Bedingungen konfrontiert, die wir vorher nicht so kannten, und alle zusammen hier an der FAU haben in einem riesigen Kraftakt ganz viel geschaffen. Alle haben zusammengeholfen. Es entstand plötzlich eine Kooperationsbereitschaft, eine Offenheit und eine Dynamik, in der sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden, die Hochschulleitung, die Verwaltung und alle zentralen Serviceeinrichtungen die Potenziale, die wir alle schon lange haben, zusammengelegt und genutzt haben. An den deutschen Hochschulen herrscht ein sehr positives Stimmungsbild im Rückblick auf das digitale Semester. Die ein bisschen überraschende Zufriedenheit mit dem, was man schaffen konnte, denke ich, können wir sehr guten Gewissens auch hier für die FAU teilen. Wir haben die Chancen genutzt, die sich geboten haben, und haben die neuen Anforderungen, die daraus entstanden sind, angenommen und sind dabei, Schritt für Schritt gemeinsam voranzugehen. An der FAU konnte basierend auf dem, was in den Jahren zuvor schon entstanden ist, relativ schnell ein Unterstützungsprogramm aufgestellt werden. Der Fokus lag darauf, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und das Motto, wir wollen niemanden alleine lassen zu leben. Wir wollen die Lehrenden unterstützen bei der Umstellung, wir wollen die Studierenden unterstützen und konnten im Rahmen des Schnell-Digital-Unterstützungsprogramms den Lehrenden verschiedene Hilfsmöglichkeiten und Services anbieten. Insgesamt konnten wir im Rahmen des Programms Schnell Digital zusammen mit den Serviceeinrichtungen Rechenzentrum und FGZHL über 1000 Lehrveranstaltungen unterstützen und im Rahmen von rund 500 individuellen Beratungen zahlreiche Handlungsempfehlungen geben. Es wurden aus dem Boden gestampft ein Service zu mobilen E-Klausuren, es wurde Equipment angeschafft und wir haben in den Beratungsgesprächen versucht, die Lehrenden zu ermutigen, Dinge auszuprobieren, Vorhandenes zu nutzen, zu versuchen, den Studierenden einen zentralen Einstiegspunkt in die Lehre zu geben. Viele waren ja ganz verloren und wussten überhaupt gar nicht, wie funktioniert das jetzt alles. Wichtig war uns dabei immer die Beziehungsebene. Lernen lebt vom Kontakt und wir haben am meisten, glaube ich, in unseren Beratungsgesprächen darüber gesprochen, wie die Lehrenden den Kontakt zu ihren Studierenden aufbauen können, wie sie ihn halten können und wie sie das Thema Kollaboration und Interaktion unterstützen können. Diese Sitzung wird aufgenommen. Um auch die Motivation der Studierenden aufrechtzuerhalten. Jetzt bin ich gerade rausgeflogen wegen der Aufzeichnung. Okay. Entstanden ist ein riesengroßer bunter Strauß an Lernszenarien in der FAU. Viele Projekte, die im Rahmen von QLIS schon in den letzten Jahren als langfristig geplante Integrationskonzepte angelegt waren, haben plötzlich Tempo aufgenommen. Viele Lehrende, die dem Thema digitale Lehre bisher sich nur ganz vorsichtig genähert haben, sind ganz mutig geworden, haben Dinge ausprobiert und sind zu der Erkenntnis gekommen, das geht ja doch besser, als ich mir das vorgestellt habe. Uns hat es total gefreut, dass die Unterstützungsangebote, die da waren, sei es jetzt eben die Konzepte für digitales Lernen und Lernen, das Wissensportal, das wir im Rahmen von Schnell Digital aufgebaut haben, die ganzen Tutorials und Selbstlernkurse, die wir für alle offengelegt haben,
die Werkzeugbox und das Kurstemplate in Stodorn und auch das Equipment, das wir schon angeschafft hatten im Rahmen von Quiz für die digitale Lehre, genutzt werden konnten und die Lernenden damit ihren Weg in die digitale Lehre schneller und auch besser machen konnten. Die Zugriffszahlen auf das Wissensportal, das quasi über Nacht installiert wurde und dann sich als Plattform, lebendige Plattform weiterentwickelt hat, hat uns gezeigt, dass wir da ein Angebot geschaffen haben, das ganz gut den Bedarf der Lehrenden gedeckt hat. Wichtig war uns aber auch immer die Vernetzung untereinander, die Vernetzung zwischen den Serviceeinrichtungen und den Lehrenden. Und wir haben verschiedene Formate angeboten, eben Einzelberatungen, Online-Sprechstunden, das Forum auf der Webseite. Die E-Learning-Koordinatoren haben Vernetzungstreffen an den Fakultäten angeboten. Wir haben die Veranstaltungsreihe Coffee Talk eingerichtet. Es gab über das Learning Lab den Zoom-Plausch für Studierende. Also ganz, ganz viel Kommunikation digital, um die fehlenden sozialen Kontakte und die soziale Interaktion zu unterstützen. Interessant für uns war auch zu sehen, wie sich die erstellten Objekte in Stodorn entwickelt haben. Sie sehen die verschiedenen Objekte aufgetragen, und zwar zum einen den durchschnittlichen, die durchschnittliche Zahl im Monat für das Jahr 2019. Das ist der dunkler, blaue und kleinere Balken. Und dann die Entwicklung für im ersten Halbjahr 2020. Und besonders stark entwickelt haben sich Objekte, die das Thema Kommunikation und Interaktion bedienen. Das hat uns sehr gefreut. Also zum Beispiel Chats wurden ungefähr 13 Mal so häufig eingerichtet im ersten Halbjahr 2020 wie vorher. Das Objekt interaktives Video wurde mehr als 10 Mal so häufig verwendet und so weiter. Also wir haben daran gesehen, dass den Lehrenden tatsächlich die Kommunikation und Interaktion mit ihren Studierenden sehr, sehr wichtig ist. Das haben wir auch gesehen an den zahlreichen Einreichungen für den Alex-Lehrpreis, über die wir uns sehr gefreut haben. Wir haben über 120 Einreichungen von Lehrenden bekommen, über 30 Einreichungen für Teams und mehr als 60 Veranstaltungen wurden von den Studierenden zur Prämierung vorgeschlagen. Wir sind gerade mit der Jury dabei, diese Einreichungen zu sichten. Und auch da ist es total spannend zu sehen, dass die meisten Formate weit über eine Inhaltsvermittlung hinausgehen, sondern dass eben genau die anderen didaktischen Aktivitäten betreuen, interagieren, prüfen, Kommunikation wichtig sind. Ein Blick auf die Aktivitäten der Studierenden in Stodorn zeigt ein ähnliches Bild. Auch da ist das Thema Kommunikation und Interaktion digital gelebt worden, so gut es eben ging. Natürlich kann man nie eine soziale Interaktion live ersetzen. Wir können immer nur versuchen, die Werkzeuge so gut in Konzepte zu packen, wie es der Rahmen eben zulässt. Da bieten sich uns im Wintersemester ein paar mehr Chancen. Präsenz ist wieder erlaubt. Natürlich müssen wir die uns bekannten Baustellen weiter bearbeiten. Es entstehen durch dieses hybride Format neue Herausforderungen. Wir müssen eine Studierbarkeit gewährleisten, müssen immer im Kopf haben, was passiert, wenn die Uni wieder geschlossen wird, wenn wir wieder voll auf digital müssen. Was ist mit dem Thema Chancengerechtigkeit? Wie kann ich den Studierenden, die nicht zur Uni kommen können oder auch mit den digitalen Formaten nicht so gut klarkommen, ein Studium gewährleisten? Wie kann ich eine Sozialisierung den Erstsemestern an der Uni ermöglichen? Wie kann ich allen Studierenden eine Sozialisierung zum Online-Lernen ermöglichen? Wie kann ich Prüfungsformate digital rechtssicher gestalten? Wie kann ich als Uni, die ich ja meine Servicestrukturen auf eine Präsenz-Uni ausgelegt habe,
die Organisation so gestalten, dass plötzlich die hybride Uni auch unterstützt werden kann. Ganz konkret haben wir natürlich im März die Server alle aufgestockt und da auch ganz viel Infrastruktur technisch geleistet und haben aber auch natürlich gemerkt, dass der Bedarf und die Nachfrage an Beratung sehr in die Höhe geschnellt ist. Erste Handlungsempfehlungen für das hybride Semester sind tatsächlich auch resultierend aus den Erfahrungen. Wir brauchen eine digitale Didaktik. Wir können nicht Lehre einfach 1:1 auf online übertragen. Besonders wichtig sind zwei Punkte. Die didaktische Reduktion, also tatsächlich den Fokus stärker auf weniger Inhalt legen, dafür auf das Thema Kontakt. Kontakt halten, Kontakt schaffen und da eben die verschiedenen Konzepte und Szenarien zu nutzen. Seien Sie mutig, versuchen Sie, das Beste aus den beiden Welten, digital und online, in Blended-Formaten zu verbinden. Und beziehen Sie Ihre Studierenden mit ein. Darüber hinaus werden wir von den Servicezentren natürlich auch im hybriden Wintersemester Unterstützungsangebote für Sie bereitstellen, so wie Sie es gewohnt sind, in der Breite. In der Tiefe müssen wir gucken, wie wir über das Projektende von Quiz hinaus uns da aufstellen können. Natürlich ist unser Anliegen, Sie als Lehrende bestmöglich zu unterstützen. Die Anträge, die schon gestellt wurden im Rahmen des Unterstützungsfonds fürs Wintersemester, befinden sich jetzt gerade in der Evaluierung. Da werden bald die Bewilligungen rausgehen. Darüber hinaus stehen die E-Learning-Koordinatoren an den Fakultäten Ihnen noch, so wie wir am ELI, auch für Beratung zur Verfügung. Wir werden das Wissensportal FIVAU Digitale Lehre weiter pflegen und stets aktuell halten und freuen uns da auf Ihre Beiträge in den Foren. Wir versuchen weiterhin auch Vernetzungsformate anzubieten. Wir werden unser Weiterbildungsangebot, so gut wir das kapazitätsmäßig schaffen, aufrechterhalten und natürlich zunächst auch die Medienproduktion weiter unterstützen. Bisschen Werbung möchte ich gerne nochmal machen für unser Themenzertifikat Digitale Lehre, das wir in Kooperation mit dem FZHL und Profilehre Plus anbieten. Dort können Sie sich die Weiterbildungskurse, die Sie belegt haben, zertifizieren lassen und damit Ihre digitale Lehrekompetenz auch sichtbar machen. Das Gleiche, und das ist jetzt auch ein kleiner Teaser schon auf die Veranstaltung nächsten Freitag, bieten wir für Studierende an, eine Schlüsselqualifikation, mediendidaktische Kompetenzen für die Lehre. Natürlich gibt es auch im Rahmen von StudOn zum einen das gewohnte Angebot und zum anderen sind natürlich jetzt insbesondere im Bereich Prüfungen neue Möglichkeiten, Herausforderungen und Fragen entstanden. Das ist jetzt auch schon ein kleiner Teaser für den Vortrag heute der Kolleginnen Steffi, Mona und Esther, die Ihnen da den aktuellen Stand berichten können. Bevor ich schließe, möchten wir Sie gerne ermutigen und bitten, dass Sie parallel zu der Veranstaltung heute einfach im Chat bitte posten. Was brauchen Sie denn fürs hybride Wintersemester, für Ihre Lehre? Hinterlassen Sie uns gern da im Chat Ihre Wünsche. Wir werden das sammeln, mitnehmen und versuchen dann aus Ihren Beiträgen unser Serviceangebot weiter auszubauen und zu verbessern. Herzlichen Dank.